Es ist 17.15 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von 17.15, dem Kolloquium der ETH Bibliothek. Mein Name ist Christian Huber, ich bin Leiter des Hochschularchivs der ETH Zürich und auch Mitglied des Organisationskomitees des Kolloquiums. Ganz besonders herzlich möchte ich natürlich auch unseren Referenten begrüßen. Noah Bubenhofer wird zum Thema linguistische Lektüren im digitalen Zeitalter und die Rolle der Bibliotheken sprechen. Sie werden nach dem Referat ausgiebig Gelegenheit haben, noch Fragen zu stellen. Jeanette Isele, meine Kollegin, wird diesen Teil der Veranstaltung moderieren. Und zum Schluss bietet sich dann im Apéro noch Gelegenheit, weiter zu diskutieren mit dem Referenten, dem er auch gesagt hat, dass er da teilnimmt. Da sind Sie natürlich auch alle ganz herzlich eingeladen. So, jetzt gebe ich Frau Isele das Mikrofon, damit sie Herrn Bubenhofer noch etwas genauer vorstellen kann. Guten Abend, auch ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum 17.15 Uhr Kolloquium der ETH-Bibliothek und begrüße unseren Referenten Herrn Noah Bubenhofer. Herr Bubenhofer hat an der Universität Basel Germanistik, Medien- und Kommunikationswissenschaften und Soziologie studiert und anschließend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Germanistik an der Technischen Universität Dresden, am Deutschen Seminar der Universität Zürich und am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim tätig. Zudem ist er Mitbegründer von SEMTRAX, dem Laboratory for Computer-Based Meaning Research. Seit März 2015 leitete Herr Bubenhofer sein Projekt Visual Linguistics am Institut der Computerlinguistik an der Uni Zürich, über welches er heute referieren wird. Aus der Reflexion über die Rolle der Visualisierungen in der Linguistik im Rahmen des Projekts Visual Linguistics lassen sich Ideen dazu ableiten, welche Rollen Bibliotheken in Zukunft einnehmen könnten. Diese Überlegungen möchte Noah Bubenhofer in seinem Vortrag zum Thema Texte visualisieren und lesen über linguistische Lektüren im digitalen Zeitalter und die Rolle der Bibliotheken zur Diskussion stellen. Gerne übergebe ich das Wort nun an Herrn Bubenhofer und bin gespannt auf seinen Vortrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Isele, für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen, was mich natürlich sehr ehrt. Und ich bin, wie Frau Isele gesagt hat, Linguist und habe nicht viel Ahnung von Bibliothekswesen, außer eben die Ahnung, die man hat, wenn man Bibliotheken benutzt und schätzt. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass durch meine Arbeit ich so bestimmte Ideen vielleicht entwickeln konnte, die auch für Bibliotheken im digitalen Zeitalter wegweisend sein könnten, die ich zumindest mal zur Diskussion stellen möchte. Ja, Texte visualisieren und lesen ist also mein Thema, über das ich sprechen möchte. Und ich möchte Ihnen zuerst so ein bisschen zeigen, was wir in der Linguistik als Korpuslinguistinnen und Korpuslinguisten, die also mit großen Textdaten arbeiten, eigentlich die alte philologische Tradition fortführen. Ja, wir wollen Texte verstehen, Sinn daraus generieren. Wie das eben heute passiert, was unsere Fragen sind, möchte ein grundlegendes Verständnis dafür entwickeln, was damit eben für Transformationen, Diagramme, Visualisierungen und so weiter verbunden sind und was das für Konsequenzen vielleicht hat eben zur Rolle der Bibliotheken im digitalen Zeitalter. Ja, Texte lesen aus korpuslinguistischer Sicht. Man kann Texte lesen, indem man ein Buch aufschlägt und liest. Ja? Und dann fallen einem bestimmte Dinge auf, die interessant sind. Man merkt sich das. Das ist das sogenannte Close Reading, ja? Wie man es in den Digital Humanities jetzt inzwischen bezeichnet, wo eben auch eine andere Art der Lektüre möglich ist, nämlich eher das Distant Reading oder eben die
korpusanalytische Lektüre, wo ich mich nicht auf einen Einzeltext fokussiere, sondern wo ich eben versuche, ganz viele Texte aufs Mal überblicken zu können und mir dann vielleicht eben bestimmte Korrelationen, Muster auffallen, die mir nur auffallen, weil ich eben diesen Überblick habe. Ja. Weil ich eben eine große Menge von Texten habe, merke ich plötzlich, dass es Muster gibt, dass bestimmte Wendungen beispielsweise gehäuft vorkommen in bestimmten Büchern aus einem bestimmten Zeitabschnitt oder von Büchern bestimmter Autorinnen und Autoren oder Texte von bestimmten Parteien zum Beispiel und so weiter. Also diese Gesamtsicht ermöglicht eine neue Sicht auf Texte. Man kann eine solche Korpuslinguistik als Schmetterlingssammlung betreiben, sozusagen, indem man in diesen großen Textkorpora, in diesen großen Textdatenbanken schöne Muster findet für Sprache. Ja? Genauso, wie man das vielleicht früher auch gemacht hat, wenn man Bücher gelesen hat. Kann die aufspießen und sammeln. Das hat man lange in der Linguistik, in der Grammatik beispielsweise gemacht, wenn man plötzlich ein obskures grammatikalisches Phänomen gefunden hat in den Daten. Ja, Verb-Zweitstellung im Nebensatz, toll, ein schönes Beispiel, das pinne ich jetzt hier an die Wand. Das ist eine Art von Korpuslinguistik, die ich hier nicht diffamieren möchte, was natürlich nach wie vor toll ist, wenn ich quasi einen Volltextindex habe und ganz viele Texte durchsuchen kann nach einem bestimmten Phänomen, das mich interessiert, um zu sehen, ob das überhaupt existiert. Was wir eher machen aber, ist die Suche nach den Trampelpfaden sozusagen, nach den sprachlichen Trampelpfaden, also nach sprachlichen Mustern, die immer wieder auftreten und typisch sind für bestimmte sprachliche Funktionen, gesellschaftliche Situationen, kommunikative Situationen und so weiter. Ein Beispiel dafür ist das Interesse für Angela Merkel, wenn wir uns so anhören, was sie sagt. Und damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich überzeugt, wird es auch gelingen, Europa stärker aus der Krise herauszuführen, als es in sie hineingegangen ist. Das ist die große Aufgabe unserer Zeit und wir wissen, wir haben es geschafft, Deutschland stärker aus der Krise herauszuführen, der Finanzmarktkrise, als es hineingegangen ist. Und deshalb wird uns das auch in Europa gelingen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist zutiefst im deutschen Interesse. Herzlichen Dank. Ja, dahinter steckt natürlich eine bestimmte Rhetorik, die uns interessiert, bestimmte sprachliche Floskeln. Uns interessiert nicht das links, sondern das rechts, was da passiert. Ja. Das heißt, dass man quasi auf Basis solcher Reden berechnen kann, welche sprachlichen Muster typisch sind für die Krisenrhetorik von Angela Merkel beispielsweise. Und man kann dann berechnen, dass es bestimmte sprachliche Muster gibt, zum Beispiel Deutschland stärker aus, Europa stärker aus der Krise führen und so weiter oder als es in sie, ja, und kann dahinter ein abstrakteres Muster finden, wie beispielsweise die Krise macht uns stark als Topos, der ganz typisch ist und man aus den Daten heraus quasi berechnen kann und sehen kann, dass Frau Merkel eben diesen Topos bedient. Oder dann Muster wie Weg daran vorbei, kann gar nicht oft, richtig, dass wir, wichtig, dass wir, sinnvoll, dass wir, sage ich und nicht weniger als und so weiter. Und dahinter steckt ein Topos, der Alternativlosigkeit, wo sie im Prinzip sagt, ja, das ist die einzige Lösung, so müssen wir es machen, sonst gibt es nichts. Also das ist so ein Versuch quasi aus sprachlichen Daten heraus, typische Muster zu finden, die typisch sind für eine Politikerin in diesem Fall im Vergleich zu eben anderen und die zu deuten und daraus Sinn zu machen sozusagen, zu sehen, ja, dahinter steckt zum Beispiel eben eine bestimmte Rhetorik. Ja, was braucht man dafür? Man braucht dafür große Textsammlungen. Das ist etwas, was wir natürlich schon ganz lange haben, wenn wir an den Zettelkasten denken. Der Zettelkasten ist natürlich eine sehr frühe Form eben der Indexierung von Büchern, um sie in eine neue Ordnung zu bringen. USA hat dann in den 50er Jahren als erster Experimente gemacht mit elektronischen Zettelkästen und hat eben biblische Schriften in Computer eingegeben und daraus automatisch Wortindizes erstellt, um eben die Wortverwendung in der Bibel genauer studieren zu können. Ja, das ist sozusagen der Anfang der modernen Korpuslinguistik sozusagen, aber mit einer Technik, nämlich der Idee eben der Indexerstellung, die natürlich sehr, sehr viel älter ist, eine sehr viel ältere Tradition hat. Also
Man geht vom Sprachgebrauch zum Index sozusagen, ein wichtiger Schritt. Das heißt, ich habe irgendeine Datenbasis, ein Korpus, wie wir es nennen, als Ausgangspunkt für die Frage nach Regeln des Sprachgebrauchs. Und natürlich ist mit der digitalen Datenverarbeitung sehr viel mehr möglich geworden, um eben solche Datenbasen zu durchsuchen. Das ist eine wichtige Triebfeder, aber nicht die einzige. Denn ich glaube, eine Grundlage davon ist eben das diagrammatische Operieren, die Idee, dass ich durch geschicktes An- und Umordnen von Daten eben neue Einsichten generieren kann. Ja, genauso wie ich eben einen Zettelkasten erstelle, einen Wortindex erstelle und so im Prinzip Wortverwendungen systematisieren kann und daraus ein Wörterbuch erstellen kann. Diese Technik, die ist eben das Entscheidende, um einen neuen Blick auf Sprache zu kriegen, sozusagen die Einheit des Buches aufzubrechen und eine neue Sicht auf die Bücher zu erhalten. Also das Diagramm. Ich lehne mich da an Sibyl Krämer an. Diagramme werden somit zu Denkzeugen, mit denen ich eben neues Wissen generieren kann. In der Korpuslinguistik haben wir ganz viele Formen von solchen Diagrammen. Ja, das bekannteste ist die Konkordanzliste oder die Keyword-in-Kontext-Liste. Die zerstört ja die Texteinheit und hat eben in der Mitte ein Suchwort und links und rechts die unmittelbaren Kontexte. Und es erlaubt mir sozusagen gleichzeitig 1000 Bücher zu durchsehen und 1000 oder 10.000 von Textstellen gleichzeitig mir anzusehen und daraus vielleicht eine Systematik zu erkennen. Ein anderes Beispiel ist eine Tabelle wie eine ein Kollokationsprofil. Das sind im Prinzip Wörter, die statistisch gesehen signifikant zusammen mit einem Suchwort auftreten. Ja, hier wurde nach Gott gesucht und wir sehen, welche anderen Wörter typischerweise in der Umgebung von Gott erscheinen. Wir können irgendwelche Diagramme erstellen, um Entwicklungen von Wortverwendungen zu visualisieren. Und wir können natürlich ganze Netze zeichnen, um die Verknüpfung von Wortverwendungen in großen Datenmengen zu visualisieren. Das sind alles sozusagen diagrammatische Operationen. Und ich möchte nochmals sagen, historisch gesehen sind diese diagrammatischen Operationen eine sehr alte Sache. Agostino Ramelli hatte ja diese Idee mit dem Buch Leserat, wo er sagte, ja, es sollte doch möglich sein, dass ich gleichzeitig in mehreren Büchern lesen kann, und hat dadurch die Maschine entwickelt, die wie ein Mühlenrad aussieht, wo ich auf jedem Tablar, quasi auf jedem Brett ein Buch geöffnet haben kann und bequem von Buch zu Buch wechseln kann, um darin zu lesen. Ja, und Sie sehen, was da passiert, dass die Lektüre verändert sich total. Es ist nicht mehr die Idee, ich lese ein Buch von A bis Z, sondern ich wechsle eben, wie ich möchte, von Textstelle zu Textstelle. Und die Einheit des Textes wird somit aufgebrochen. Ja, was ist die Korpuslinguistik nun vor dem Hintergrund dieser Überlegungen? Eigentlich geht es bei der Korpuslinguistik darum, eben die Einheit des Textes aufzulösen und sogenannte Loci, also Fundorte, Dinge, die interessant sind, die eben zu finden. Und diese Loci, diese Fundorte, seien das Wortverwendungen, sprachliche Muster, was auch immer, diese eben geschickt anzuordnen in einem Index, in einem Register, als Verweis auf den Quelltext oder eben systematische Anordnungen zu machen mit diagrammatischen Mitteln, eine Konkordanzliste, Keyword-in-Kontext-Liste zu erstellen, ein Kollokationsprofil, ein Distributionsdiagramm, was auch immer. Ja, das sind die diagrammatischen Operationen, die stattfinden. Und Lektüre ist dann eben eine Lektüre dieser neuen Anordnungen. Ja, und ich versuche dabei im Prinzip eine Art emergentes Phänomen zu finden. Das heißt, dass ich aus dieser neu angeordneten Liste von Loci sozusagen einen neuen Blick auf die Daten kriege und mir plötzlich auffällt, ah ja genau, dieses eine Wort wird eigentlich immer so und so verwendet. Das ist mir gar nicht aufgefallen, wenn ich die Einzelverwendung in einem Text mal sehe, sondern erst, indem ich eben Zehntausende von Belegen so angeordnet habe, fällt mir das auf und ich sehe eine Systematik dahinter. Also Lektüre, Hermeneutik ist nach wie vor wichtig, ja, aber ich lese eben nicht den Originaltext, sondern ich lese eben die diagrammatisch transformierten Texte sozusagen. Ja, und wie Sie gesehen haben, bereits eine einfache Keyword-in-Kontext-Liste, also so eine Konkordanztabelle, ist eben ein erstes Diagramm, was eine neue Perspektive auf Text erlaubt. Jetzt, wenn man sich so ein bisschen überlegt, welche dieser diagrammatischen Grundoperationen, nenne ich die, wichtig sind, wenn wir es mit Texten zu tun haben, dann würde ich sagen, dass es primär diese fünf
Grundformen sind, die ganz wichtig sind. Nämlich, wir erstellen Listen, ja, die Indexliste, Konkordanzlisten. Wir machen Karten. Ist in der Linguistik natürlich ganz wichtig, wenn Sie an die Dialektologie denken, wo eben sprachliche Äußerungen mit Orten in Verbindung gebracht werden und ich plötzlich, indem ich diese empirischen Daten auf einer Karte anordne, so etwas sehe wie Dialekträume. Partituren, darauf werde ich gleich noch eingehen. Vektoren, das heißt, das ist die Verdatung von Sprache, werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Und verschiedene Formen von Netzen, Graphen, das ist ein sogenannter ungerichteter Graph, ja, wo ich im Prinzip einfach Knoten habe und Kanten, die diese Knoten verbinden. Es gibt natürlich den gerichteten Graph, der eine hierarchische Ordnung hat und dann haben Sie einen Stammbaum, ja, oder einen Binärbaum, je nachdem in welche Richtung. Also solche Arten. Und das sind so Grundformen, auf die man eigentlich das meiste zurückführen kann. Partituren. Warum sind Partituren so interessant? Das ist etwas, was immer so ein bisschen vergessen geht, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, welche diagrammatischen Operationen wichtig sind. Ja, Partitur ist natürlich eine ganz alte Darstellungsform. Hier ein Beispiel aus dem 16. Jahrhundert, nein, 9. Jahrhundert, genau, 9. Jahrhundert, die Idee eben Polyphonie darstellen zu können, als die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Stimmen eben darstellbar zu machen in einem Diagramm. Ja. Und diese Form hat sich weiterentwickelt und war, und das nur eine Seitenbemerkung, in der Linguistik, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, um nämlich den Fokus auf gesprochene Sprache zu lenken. Vor den 70er Jahren hat man in der Linguistik auch manchmal mit gesprochener Sprache was gemacht, aber man hat gesprochene Sprache aufgeschrieben wie ein Text. Das Entscheidende war, dass man in den 70er Jahren die Idee hatte, die diagrammatische Grundform der Partitur zu übernehmen in die gesprochene Sprache und quasi die Stimmen eines Dialogs als Musikinstrument, als Stimmen aufzufassen und es als Partitur zu notieren. Und plötzlich wird natürlich sichtbar, wo Überlappungen vorkommen, ja, wo mehrere gleichzeitig reden. Plötzlich gibt es so ein Phänomen wie Sprecherwechsel, wo ich mich dafür interessiere, wie passiert das eigentlich, dass das Gespräch quasi vom, oder der Ball von der einen Person zur anderen Person übergeht. Was gibt es für Phänomene, voneinander ins Wort fallen, oder eben Pausen, um anzuzeigen, dass der andere jetzt das Rederecht hat und so weiter. Und das heißt, erst durch diese diagrammatische Form ist ein neuer Gegenstand entstanden in der Linguistik, nämlich eben gesprochene Sprache wird plötzlich so sichtbar, dass ich das so analysieren kann und daraus eine ganze neue Disziplin entsteht, nämlich eben die Forschung zur gesprochenen Sprache, Interaktionslinguistik und so weiter. Die Partiturform erscheint uns auch in der Korpuslinguistik in Form von so Pseudo-XML-Texten, die annotiert sind mit XML. Sie sehen da einen Text, wie wir es in der Korpuslinguistik oft haben, wo man in der ersten Spalte den Originaltext, die Original-Tokens sieht, unter den zahllosen Bergen vor unseren Augen ragte und so weiter. In der zweiten Spalte, da sehen Sie eine Annotation, nämlich Wortart, Part-of-Speech-Informationen. Das heißt, zu jedem Token sehen Sie eine Abkürzung für eine Wortart. Also hier Präposition, dann den ein Artikel, zahllosen Adjektiv. Und in der dritten Spalte sehen Sie die Grundformen, also bergen wir zu Berg, unseren zu unser, Augen zu Auge und so weiter. Und gleichzeitig habe ich Markierungen in XML-Notation, die mir sagen, also Mont Blanc, das ist eben ein Berg. Ja? Und dahinter steckt ja eigentlich auch die Partitur, weil ich die unterschiedlichen Stimmen habe, hier nicht horizontal, sondern vertikal angeordnet und ich eben die Gleichzeitigkeit von Informationen darstellen kann. Ja, dann Text im digitalen Raum, der Vektorraum, warum ist das so wichtig? Dahinter steckt eben die Verdatung von Sprache. Wir können Text erstmal digitalisieren. Wenn wir ihn digitalisiert haben, dann machen wir vielleicht noch eine OCR-Texterkennung und haben ihn tatsächlich als Text da. Aber die wirkliche Verdatung von Texten passiert dann, wenn ich den Text verrechenbar mache mit anderen Informationen. Ein Beispiel,
Ich könnte zum Beispiel vor der Aufgabe stehen, zu sagen, ich möchte Texte klassifizieren. Ich habe verschiedene Texte und ich möchte gucken, inwiefern sich diese Texte bezüglich der sprachlichen Merkmale unterscheiden. Der Einfachheit halber erheben wir einfach jetzt nur mal Frequenzen für zwei unterschiedliche Wörter, X und Y. Wir behaupten nämlich, diese Texte unterscheiden sich hauptsächlich im Gebrauch dieser beiden Wörter X und Y. Jetzt kann ich für jeden Text auszählen, wie oft das Wort X und wie oft das Wort Y erscheint. Und damit kriege ich für jeden Text von A bis H einen Vektor. Der Text wird repräsentiert durch einen Zahlenvektor, A nämlich 15, 28. B wird zu 25, 11. Diese Vektoren kann ich visualisieren in einem Koordinatensystem. Auf der X-Achse haben Sie die Frequenz des Wortes X, auf der Y für Y und die Punkte, die repräsentieren nun diese Texte im Raum. Und ich sehe eben die Unterschiede der Texte zueinander und sehe, wie breit oder wie weit weg diese Texte voneinander sind. Und was ich tun kann, ich kann geometrische Operationen hier vollführen. Ich kann nämlich messen, wie groß der Winkel ist zwischen dem Vektor von A und B und habe damit ein Maß, um Textähnlichkeit zu messen. Jetzt ist klar, es ist absurd, Texte, Ähnlichkeit von Texten anhand von zwei Wörtern messen zu wollen. Wir würden natürlich in der Realität viel mehr Wörter nehmen. Aber das Prinzip ist es genau dasselbe. Es gibt einfach dann einen Vektorraum, der nicht nur zwei Dimensionen hat, sondern eben n Dimensionen, ja, so viele Wörter ich habe. Ich kann das dann nicht mehr ganz so einfach visualisieren. Aber die Idee bleibt genau die gleiche und ich kann nach wie vor eben den Winkel zwischen den Vektoren messen und geometrische Operationen vollführen, um eben Textähnlichkeit zu messen. Und was da passiert, ist hochinteressant, weil ich da den Text quasi repräsentiere in einem geometrischen Raum als Vektor und damit plötzlich völlig neue Operationen damit möglich werden, die vorher gar nicht möglich gewesen wären, wenn ich eben den Text nur als Text gehabt hätte. Ja, wenn wir solche diagrammatischen Operationen vollführen, dann passiert etwas mit den Texten. Und das Offensichtliche, was ich auch schon mehrfach jetzt gesagt habe, ist natürlich, dass die Texteinheit aufgelöst wird. Ja, wenn ich beispielsweise eben eine solche Konkordanzliste erstelle, dann zerstöre ich damit die Einheit des Textes. Ich kriege aber in der Mitte etwas Neues, nämlich eben eine Konkordanzliste, die ich deuten kann. Und diese Zerstörung tut manchmal weh. Ich hatte schon Vorträge, da wurde vorgeworfen, ja, das ist ja wahnsinnig. Wie kann man denn einen Text verstehen, wenn man ihn zerstört? Ja, wie kann ich denn hier in der Mitte das überhaupt deuten, wenn ich nicht den Originaltext gelesen habe? Und da muss man sagen, ja, das ist eben genau der Witz natürlich, dass ich diese Einheit zerstöre, um einen neuen Blick zu kriegen, der nicht möglich wäre, wenn ich eben die einzelnen Texte anschaue. Natürlich verliere ich etwas dabei, das ist klar, aber ich gewinne auch etwas dabei, weil ich nämlich plötzlich all diese Belege eben als Ensemble sehe und daraus neuen Sinn generieren kann. Eine zweite ganz wichtige Konsequenz ist, wenn wir es von Texten haben, eben die Auflösung von Sequenzialität. Texte leben davon, dass es Sequenzen sind. Und oft, wenn wir solche Verfahren anwenden, dann wird diese Sequenzialität zerstört. Wenn ich Wortlisten mache, dann weiß ich nicht mehr, in welcher Reihenfolge diese Wörter erschienen sind. Ganz viele Methoden im Textmining oder in der Computerlinguistik, die sind sogenannte Bag-of-Words-Ansätze. Ja, die gehen davon aus, dass ich einen Text auflöse in einen Sack von Wörtern. Und die Reihenfolge der Wörter in diesem Sack, die spielt keine Rolle mehr. Und dann kann ich zum Beispiel Textklassifikation machen, Clustering, was ich was. Ja. Manchmal ist es sehr hilfreich natürlich oder sogar nötig, dass ich diese Sequenzialität auflöse, aber manchmal ist es ein Verlust und ich möchte natürlich genau das nicht haben und muss die Methoden anpassen, um eben diese Sequenzialität zu bewahren. Was auch oft passiert mit solchen Operationen ist, dass ich quasi weitere Informationen hinzufüge zu Daten. Denken Sie daran, wenn ich Texte geografisch verorte aufgrund der Toponyme, also der Ortsbezeichnungen, die in Texten vorkommen und es mir dann möglich macht, die Texte geografisch zu lokalisieren, dann füge ich natürlich Informationen hinzu und kriege ein neues Bild, wo ich dann eben quasi Texte auf einer Karte beispielsweise darstellen kann.
So, jetzt schlaglichtartig drei Beispiele, wo solche Transformationen eine wichtige Rolle spielen. Einerseits Geokollokationen, das ist ein Projekt, da interessieren wir uns dafür, wie eigentlich durch Diskurse Welt konstruiert wird. Ja? Wenn man an Schweiz denkt, dann denkt man vielleicht an Banken, Schokolade, Berge, Steuerhinterziehung, ja, solche Sachen. Ich weiß nicht, was Sie denken, wenn Sie an Deutschland denken. Wir haben deutsche Texte genommen, nämlich die Zeit und den Spiegel und haben geschaut, überall, wenn dort ein Toponym, eine Ortsbezeichnung vorkommt, welche anderen Wörter typischerweise in der Umgebung auftreten und eine Karte gezeichnet. Auf diese Karte sehen Sie nun Wörter, die in diesen beiden Publikationen typischerweise eben genannt werden mit diesen Orten. Man sieht auch, dass bestimmte Wörter sehr typisch sind für bestimmte Orte. Andere, die sind global verteilter. Ja, zum Beispiel Hauptstadt, das ist etwas, was ganz oft vorkommt. Aber es ist auch ein Indikator dafür, dass Land nicht so bekannt ist. Ja, wenn im Pressetext steht, ja, in sowieso, der Hauptstadt von sowieso ist das und das, ja, dann ist klar, ja, die Leute wissen halt nicht normalerweise, was die Hauptstadt ist. Und hier kann man jetzt beispielsweise sagen, zeige mir nur alle Wörter an, Kollokatoren, die etwas mit Flucht oder Flüchtlingen zu tun haben, um zu sehen, wie eigentlich die Welt aussieht, die konstruiert wird über diese Texte im Migrationsdiskurs. Ja, und wir sehen hier einerseits, welche Gebiete in diesen Texten eben etwas zu tun haben mit Flucht und Flüchtlingen. Und wir sehen auch, welche Wörter damit verbunden sind, also welche Komposita. Es sind natürlich die Flüchtlingslager, dort, wo die Flüchtlinge entstehen. Es ist der Flüchtlingsstrom, dort, wie sie durchgehen und so weiter. Und dahinter merkt man natürlich, dass sich ein ganzer Diskurs eben versteckt. Ich kann jetzt Zeitschnitte machen und sehen, wie sich dieser Diskurs verändert hat, wenn ich ältere Daten mir angucke und sehe, dass zum Beispiel in den 1960er Jahren eben der Flüchtlingsdiskurs geografisch ganz anders lokalisiert war, als er heute ist. Ich kann auch unterschiedliche Datensätze natürlich nehmen, beispielsweise wenn Sie Daten von Pegida-Sympathisanten nehmen, dann merken Sie, dass für die Flüchtlinge eigentlich nur ein deutsches Problem sind, ja, und nicht mit anderen Regionen in Verbindung gesetzt werden. Ja, das ist eine alternative Visualisierung, wo ich dann sehen kann, quasi wie die Welt aussieht, wenn ich die Länder repräsentiere mit verschiedenen Größen und anzeige, wie oft darüber überhaupt gesprochen wird. Und ich sehe dann, dass der Flüchtlingsdiskurs natürlich eigentlich aus deutscher Sicht eben primär ein innerdeutsches Problem ist und dann so welche Weltregionen da auch noch damit verknüpft sind. Also ganz kleines Beispiel, da könnte man noch ganz viel dazu sagen. Ein zweites Beispiel. Wir haben uns interessiert für Geburtsberichte. Es ist ja so, dass im Internet gibt es ganz tolle Foren, wo Mütter berichten darüber, wie die Geburt ihrer Kinder verlaufen ist und sich die Mütter austauschen. Und mich aus linguistischer Perspektive hat interessiert, was ist eigentlich das Narrativ dahinter, das Muster? Weil wenn man diese Berichte liest, dann merkt man, ja, eigentlich klingt das immer ganz ähnlich, obwohl es ja jedes Mal ein völlig singuläres Ereignis ist. Ja. Und das ist so ein Beispiel, ja, wie so ein Bericht klingen kann. Hier sehen Sie die Daten, die wir verwendet haben. Wir haben sechs unterschiedliche Diskussionsforen aus Deutschland, Schweiz und Österreich verwendet und haben da insgesamt gut 14.000 Geburtsberichte heruntergeladen und haben dann maschinell berechnet, wie diese Geschichten typischerweise erzählt werden. Ja, und da kriegen Sie nun quasi so eine Liste von Versatzmustern, von Wortfloskeln, mit denen solche Geschichten normalerweise erzählt werden. An diesem Tag hatte ich, dass es endlich losgeht, ich hatte das Gefühl, dass mein Mann und ich waren mir sicher, dass auf den Weg in die, ich sagte ihr das, so heftig, dass ich, fühlte sich an, als war ich fix und fertig. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht mehr lange, ich dachte, ich muss, aber es ging nicht, was das Zeug hielt, dann ging alles ganz schnell. Ich weiß nur noch, um 16.38 Uhr war es. Ich konnte es nicht glauben. Ich war so froh, dass es vorbei war. Ich hätte nie gedacht. Und ich muss sagen, für mich war es eine noch vor sich haben. Ja? Das ist die Essenz, wie diese Geschichten erzählt werden. Und Sie finden ähnliche Versatzmuster in fast allen dieser Geschichten. Auch das kann man nun visualisieren.
Ich überspringe das aus Zeitgründen. Hier sehen Sie eine Visualisierung dieser Berichte, wo jeder Punkt ist ein solches sprachliches Muster, das typischerweise auftritt. Und Sie sehen auf der X-Achse quasi die einzelnen Teile. Das heißt, das sind die Punkte, die eher am Anfang der Geschichten auftreten, dann in der Mitte und zum Ende hin. Sie sehen hier, wenn wir jetzt reinzoomen, ich hatte das Gefühl, ja, ist so ein zentrales Muster, das immer wieder vorkommt, ungefähr in der Mitte der Geschichten. Und Sie sehen durch die Verbindungen, welche sprachlichen Muster normalerweise davor und danach erscheinen. Und das ist jetzt ein exploratives Tool, um eben besser zu verstehen, wie diese Geschichten funktionieren und was quasi so ein einheitliches Narrativ dahinter ist. So. Ja, das dritte Beispiel, das möchte ich überspringen, weil wir wirklich schon eine halbe Stunde fast vorbei ist und ich zum dritten Teil noch zu sprechen kommen möchte. Ich glaube, was man sieht, dass an diesen Beispielen, dass Visualisierungen und natürlich algorithmische Operationen, die damit verbunden sind, dazu da sind, Daten neu zu kontextualisieren und damit neu lesbar zu machen. Im Fall der Geokollokationen haben wir ein Mapping von Toponymen auf eine Karte. Das gibt eine neue Sicht auf die Daten. Bei den narrativen Mustern wird eben Sequenzialität von N-Grammen, also diese Narrative werden eben sichtbar. Und das dritte Beispiel habe ich jetzt nicht gezeigt. Eine Bibliothek ist, oder was man eigentlich braucht, um das zu tun, ist sozusagen ein moderner Lesesaal, wo ich eigentlich eine digitale Schere habe, digitalen Klebstoff habe, digitale Zettelkästen habe, um an die digitalen Bücher ranzugehen. Ja, das ist das, was ich als Korpuslinguist eigentlich letztlich mache, wenn ich solche Sachen mache. Korporatheken. Das ist das, was so mein Wunsch wäre als Korpuslinguist an die Bibliotheken, dass es Korporatheken sein. Das sind natürlich Ideen, die sind auch schon ganz alt, kennen Sie sicher alle. Vannevar Bush, der mit seiner Memex als einer der ersten ein System entwickelt hat, das noch nicht digital funktioniert hat, um ganz schnell große Datenbestände durchsuchen zu können und auffinden zu können und eben auch Spuren da drin zu hinterlassen und das zu dokumentieren. Dann natürlich Douglas Engelbart mit seinem Online-System in den 60er Jahren, dann eben der digitale Schritt, das zu tun, das ist alles altbekannt. Was ich auch sagen muss, die ETH-Bibliothek, auch die ZB in Zürich, sind natürlich schon fast Korporatheken. Wir haben eben das ETH Data Archive, wir haben Open Data Strategien, die da überall sprießen, Ausbildung und so weiter und so fort. Trotzdem, die Korporathek, wie sieht die aus in meinen Träumen? Volltextzugriff auf alle Texte, das ist völlig klar. Was man braucht, um solche Dinge zu tun, sind APIs, ja, Schnittstellen, um eben nicht nur über eine bestimmte Suchmaske darauf zugreifen zu können, sondern direkt aus einem Skript beispielsweise auf Daten zugreifen zu können. Korporatheken könnten eine Art Plattform sein, um verschiedene diagrammatische Operationen mit Texten zu erlauben, so wie ich es eben gezeigt habe. Und sie könnten auch eine Plattform sein, um weit statt Blackbox-Algorithmen, so Textanalyse, zu fördern. Wir haben es nämlich, wenn wir diese Operationen machen, ja ganz viel zu tun mit Algorithmen, die eben diese Daten so und so aufbereiten. Und wir haben, das wissen Sie alle, eine riesige Diskussion, eine gesellschaftliche Diskussion momentan, was diese Algorithmen eigentlich machen mit Text und was daraus für Wissen generiert wird und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bibliotheken hier eigentlich eine Plattform bieten könnten, um überhaupt die Diskussion um solche Algorithmen zu ermöglichen. Weil wir hatten bislang einen starken Fokus auf Digitalisierung und Archivierung digitaler Daten. Weniger im Fokus, aber weil das auch nachgelagert ist, aber das kommt immer mehr, ist diese Verdatung, von der ich schon gesprochen habe, also die Transformation der Digitalisate in gegenseitig verrechenbare Daten. Kaum im Fokus ist, glaube ich, eben sind die maschinellen Algorithmen, White versus Blackbox-Algorithmen, also Algorithmen, von denen ich weiß, wie sie funktionieren und reinschauen kann und solchen, die sie eben nicht sind, wie eigentlich Hermeneutik und Algorithmen zueinander stehen, ja, das alte Lesen von Büchern im Vergleich eben zu Lesen von maschinell aufbereiteten Daten, soziale Verantwortung und Algorithmen.
Also das Kuratieren von Algorithmen als Betätigungsfeld der Bibliotheken, habe ich mich gefragt. Ich denke, das wäre eine hochinteressante Diskussion. Ein kleines Szenario, wie ich mir so einen Umgang mit so einer Korporathek vorstelle. Zum Beispiel, ich suche nach Definitionen von Kommunikation in Fachbüchern im Bestand der Bibliothek. Ja, ich kann sagen, so, gib mir alle Textstellen, in denen das Wort Kommunikation definiert wird. Anfrage direkt über eine API, zum Beispiel aus R oder Python heraus, um auf diese Bestände zugreifen zu können. Rückgabe der Paragraphen inklusive der Metadaten, dass ich also all diese Textstellen kriege mit den Metadaten dazu und sie weiterverarbeiten kann. Zweitens kann ich dann zum Beispiel einen Standardalgorithmus anwenden, um Kollokationen zu berechnen. Das heißt, dass ich bei all diesen Definitionen, wo Kommunikation irgendwie definiert wird, berechne, welche anderen Wörter typischerweise in der Umgebung auftreten. So, dass ich nicht all diese Definitionen lesen muss, sondern Kollokationsprofile kriege. Das heißt, ich sehe typische Verwendungsweisen des Wortes Kommunikation. Der Algorithmus könnte auf der Plattform der Bibliothek implementiert sein, und zwar so, dass der Code, der dahinter steckt, einsehbar ist und veränderbar ist, dass ich ganz genau weiß, was da eigentlich passiert, dass es eben keine Blackbox ist. Und ich kann den Algorithmus natürlich wiederum über eine API aufrufen. Dann erweitere ich vielleicht diesen Algorithmus um eine Visualisierungskomponente, um die Unterschiede der Kollokationsprofile zu sehen, um zu sehen, wie eben der Kommunikationsbegriff sich verändert hat in der Zeit oder wie er differiert zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Diesen erweiterten Algorithmus kann ich dann auf der Plattform die Bibliothek auch anderen Benutzerinnen und Benutzern zur Verfügung stellen. Und natürlich stecken dahinter dann auch die Volltexte, sodass ich wiederum diese Verwendungsweisen genau ansehen kann. Und meine so erstellte Klassifikation von Definitionstypen ist als benutzergeneriertes Metadatum im Katalog verfügbar und erlaubt dann Abfragen wie beispielsweise, zeige mir Texte, in denen folgender Typus von Kommunikation definiert ist, nämlich Sender, Empfänger, Kanal, ja, solche Kommunikationsdefinitionen. Oder aber, nein, ich möchte Kommunikationsdefinitionen, wo von System, strukturelle Kopplung, selbstreferenziell zu reden sind, ja, um zwei Extrembeispiele von Definitionen der Kommunikation zu bringen. Ja, Fazit. Bibliotheken wären damit so physische und digitale Plattformen, die vielfältige Zugänge zu Texten, Textzeilen und Metadaten erlauben und dabei nicht nur speichern, archivieren und Anzeigen verleihen, sondern zahlreiche diagrammatische Operationen und Transformationen ermöglichen und folgende Prinzipien hochhalten: Open Access, machen sie sowieso schon, Open Source, transparente Algorithmen, nicht kommerzieller Raum, Experiment und voneinander lernen. Ich glaube, wir haben dann so etwas wie ein philologischer Hacking-Space oder Makerspace. Die Slup-Bibliothek in Dresden, die haben ja einen Makerspace zum Beispiel eingerichtet. So etwas für philologisch arbeitende Leute, ja, die mit Texten arbeiten. Für meinen Sohn, der 7 ist, sieht eine solche Bibliothek so aus. Sie sehen immer noch Bücher. Aber ich kann da etwas tun mit dem Kran und dem Computer, das Ganze steuern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihr spannendes und anregendes Referat. Ich möchte nun gerne die Diskussion eröffnen. Gibt es von Ihrer Seite her Fragen, Anregungen, Ideen, Überlegungen? Ja, Sie haben interessante Möglichkeiten aufgezeigt, Texte, die digitalisiert sind, zu untersuchen und analysieren. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht in Frage stellen, das ist unbestreitbar interessant. Aber Sie haben so großartig gesagt, ja, in Zürich ist das ja schon so alles Open Access und etc. etc. Ich arbeite in einer Bibliothek und wir hören das jetzt immer, es ist ja alles schon digital, es ist nicht. Es ist nur das Neueste. Und es sind hunderttausende Print-Exemplare nur auf dem Platz Zürich. Die sind nicht digitalisiert und die sind nicht zugänglich auf diese Weise. Und ich finde, das ist gefährlich, wenn man solche Eindrücke erweckt, weil dann nie jemand auf die Idee kommt, Geld freizuschaufeln, um die Vergangenheit zu digitalisieren. Und wenn Sie diese Forschung betreiben wollen, und die ist ja auch
erst recht dann interessant, wenn es in die Vergangenheit noch geht, in Entwicklungen, dann muss man Geld auch freischaufeln für die Digitalisierung. Und die ZB sagt, sie hat nicht mal Geld, um die archivierten Zeitschriften, die in der Archivbibliothek, in der Speicherbibliothek, die Inhaltsverzeichnisse zu scannen. Also wir sind weit, weit weg. Ja, ja. Und der Wille in der Bibliotheksbranche oben Geld freizumachen für das ist nicht da. Ja, ja, also ich gebe Ihnen recht. Also ich meine, es kommt sich auch immer darauf an, was man, womit man es vergleicht. Und also wenn ich überlege, vor 10 Jahren war einfach natürlich sehr, sehr viel weniger da. Und dann kam irgendwann Google und hat mit Google Books irgendwie alles gescannt, aber so, dass ich damit eigentlich nichts machen kann. Ja? Und also nicht alles gescannt, also viel gescannt, ja, 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 ja. Und natürlich, also ich meine, das Philologenherz, ich muss sagen, ja, so Massen von Text sind da, ja, die man digitalisieren könnte, völlig unbestritten. Ich glaube nur, grundsätzlich ist quasi das Desiderat, dass die Texte digital da sein sollten. Das finde ich ist schon in weiten Teilen auch unbestritten. Natürlich ist es eine Geldfrage, ist alles nicht einfach, aber und es ist eine rechte Frage, die man auch lösen muss, natürlich. Aber ich glaube, das ist doch in weiten Teilen Konsens, habe ich das Gefühl. Allein es fehlt eben halt dann das Geld, das wirklich alles zu machen. Aber ich finde, man muss weiterdenken, was darüber hinaus dann passieren soll und vor allem, wie das digitalisiert wird. Weil ich finde, wenn man dann zum Beispiel eben schöne Digitalisate hat, wo ich das durchblättern kann am Bildschirm, ist schon mal toll, ja, aber mir als Korpuslinguisten nützt es eigentlich nichts, solange ich nicht einen Volltext dahinter habe, mit dem ich operieren kann. Und auch wenn quasi ich PDFs habe, wo dahinter der Text verfügbar ist und ich das als Volltext suchen kann, solange ich noch nicht strukturiert darauf zugreifen kann und beispielsweise sagen kann, ich möchte jetzt alle Texte der, weiß nicht, zum Thema XY und so, eben in strukturierter Form zurückkriegen, ist es halt schwierig, damit korpuslinguistisch zu arbeiten. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen oder Anregungen oder Bemerkungen? Hört man mich? Ja. Ich habe eine Frage, ganz eine grundsätzliche, ausgehend von Ihrem Beispiel vorher mit der Flüchtlingsproblematik. Ich habe da gesehen, auf dieser Abbildung war dann auch Begriffe wie zum Beispiel Kapitalflucht. Und meine Frage ist, das Ganze entwickelt sich ja, man denke zum Beispiel an die maschinelle Übersetzung, wie weit können Sie die Intelligenz des Menschen dann auch abbilden? Eben, dass man sagt, das ist eine übertragene Bedeutung oder das ist oder das ist eine Nuance oder Ironie. Also wie weit ist die Computerlinguistik fortgeschritten, dass sie eigentlich noch mehr kann als nur messen und abbilden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss auch sagen, ich kann nicht für die Computerlinguistik insgesamt reden, weil ich das Feld auch zu wenig überblicke und ich mich als Korpuslinguist verstehe. Aber trotzdem, also einiges kann man machen. Zum Beispiel ist ganz interessant, dass ich natürlich über eben die typischen Verwendungsweisen, die ich statistisch berechnen kann von Wörtern, kann ich natürlich schon semantische Unterschiede sehen und so disambiguieren. Ja? Und das Kapitalflucht beispielsweise ganz eine andere Art von Flucht ist als eine Migration von Menschen. Das zeigt sich an einem solchen Kollokationsprofil sofort und kann ich auch berechnen mit sogenannten Word Embeddings beispielsweise und kann das sehr zuverlässig auch unterscheiden. Andere Sachen wie beispielsweise Ironie festzustellen ist ein riesiges Problem. Und interessant bei der Frage finde ich, es gibt so zwei Wege, wie ich so ein Problem angehen kann. Das eine ist quasi die linguistische Methode, indem ich erstmal versuche zu klären, was eigentlich Ironie ist und wie Ironie sprachlich ausgedrückt wird. Damit ein klares Konzept habe und eine Definition von Ironie und versuche das zu operationalisieren, um Maschinen zu ermöglichen,
wenn irgendwie möglich, Ironie festzustellen. Die andere Herangehensweise, was man sehr oft im Textmining heute macht, ist, ich mache ein maschinelles Lernen auf Daten, die irgendwie klassifiziert sind. Also das heißt, Menschen klassifizieren, das ist Ironie, das ist nicht Ironie und so weiter. Und ich lerne dann beispielsweise mit Deep Learning ein sogenanntes neuronales Netz, ja, wie wir es heute ganz oft hören, um eben voraussagen zu können, ob etwas Ironie ist oder nicht. Diese letztere Methode, die funktioniert sehr gut. Wir sehen beispielsweise jetzt maschinelle Übersetzung mit neuronalen Netzen, funktioniert extrem gut. Neuronale Netze können voraussagen aufgrund eines Profilbildes einer Person, ob die Person schwul ist oder nicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber das Problem ist, dass ich bei solchen Methoden eben eine Blackbox habe. Das heißt, ich weiß nicht, warum die Methode so funktioniert, wie sie funktioniert, weil ich nicht reinsehen kann und ich quasi den Entscheidungsweg des Algorithmus nicht verstehe. Und das, finde ich, ist ein riesiges Problem. Und da, das ist das, was ich so ansprechen wollte mit dieser Algorithmus-Diskussion. Da würde ich mir wünschen, dass eben quasi, oder wäre eine Möglichkeit, dass Bibliotheken eben genau diese Sensibilisierung, wie wir Texte eigentlich aufbereiten, ob wir dafür solche Whitebox-Algorithmen nehmen, von denen ich weiß, was sie tun, oder Blackbox-Algorithmen, die sie nicht wissen, das problematisieren und transparent machen. Das ist jetzt so ein bisschen eine weiterführende Antwort auf Ihre ursprüngliche Frage. Aber das sind ganz viele ungelöste Probleme in der Linguistik, also wo man überhaupt nicht sagen könnte, das wäre alles schon gelöst. Vielen Dank. Ich glaube, hier war noch eine Frage, oder? Ja, vielen Dank und Entschuldigung, dass ich spät gekommen bin. Aber trotzdem vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich wollte mal fragen, also diesen... Die ganze Geschichte tangiert aber halt da vielen Bereich in der Bibliothek, zum Beispiel Langzeitarchivierung und noch weitere halt dann Bereiche in der Bibliothek jetzt. Und was ich aber fragen wollte, ist halt dann, was müssen die Bibliothekare halt jetzt noch aneignen für diesen Fortschritt? Also müssen alle Bibliothekare nochmal halt dann so eine Programmsprache lernen und oder ist nur halt dann kleine Menge Bibliothekare, die halt dann so IT-affin sind oder wie sehen Sie dann die Zukunft eigentlich? Ja, sehr interessante Frage. Wir haben genau die gleiche Diskussion natürlich innerhalb der Linguistik, wo dann die Frage ist, ja, muss ich, um Linguistik betreiben zu können, im Prinzip programmieren können, um all das machen zu können, oder reicht es irgendwie nachvollziehen zu können, was da letztlich getan wird? Ja, schwierige Frage. Ich plädiere oft dafür, dass ich sage, ja, ich finde zum Beispiel, dass in der Ausbildung es dazugehören muss, dass wir Computer, nicht unbedingt im professionellen Sinn programmieren, sondern skripten können. Und das finde ich interessant. Ich finde, in der Anfangszeit des Computers war es so, um einen Computer bedienen zu können, musste man zwingend programmieren, sonst ging es gar nicht. Ja. Heute ist es nicht mehr nötig und ich kann den Computer im Prinzip rein als Konsument, Konsumentin benutzen, ohne zu verstehen, was dahinter eigentlich abgeht. Und da würde ich dafür plädieren, dass wir die Gewalt über den Computer zurückgewinnen, dass wir eben mehr damit machen können und in der Lage sind, ein kleines Skript zu schreiben, das jetzt mal Texte so und so aufbereitet. Und dieses Wissen, kann ich mir vorstellen, wenn das standardmäßig bei allen vorhanden wäre, dann wäre das der Schlüssel dafür, dass ich eben zumindest nachvollziehen kann und sehr genau verstehen kann, was abgeht, wenn jemand elaboriertere Sachen macht. Kann man halt ja nicht mehr pflegen, die Daten. Ja, genau. Also Metadaten pflegen, genau. Also brauchen wir ja schon. Genau. Es kommt mir so vor, als ob die Forschung fauler wird. Die möchte, dass die Bibliotheken denen einfach die Vorspeise, das Hauptmenü und das Dessert anreicht. Sie sitzen da, sie essen und haben es lustig. Ja. Ich glaube, ich leite ein Digitalisierungszentrum in der Zentralbibliothek. Wir haben in den vergangenen 5 Jahren etwa 10 Millionen Seiten digitalisiert. Jetzt möchten Sie, dass wir sie auch noch so aufbereiten, von Algorithmen versehen und so weiter. Ich glaube, es sollte doch eine Trennung sein zwischen der Aufgabe von der Bibliothek, Informationen bereitzustellen, zu vermitteln und Forschung, die damit was anfängt. Ja, ein sehr gutes Argument. Ich finde,
Also ich würde ja, also ich möchte nicht das so verstanden haben, dass ich sage, die Bibliotheken sollen die Forschung machen. Ja, natürlich, das möchte schon ich machen. Das ist schon klar. Und ich möchte natürlich auch ganz viele dieser Transformationen, von denen ich gesprochen habe, möchte ich natürlich selber machen, ja, und selber entwickeln. Das ist klar. Ich glaube, der Dialog könnte besser sein, dass man voneinander lernt und voneinander profitiert. Im Sinne von, dass eben, wenn ich da was mache, wo ich finde, also damit könnte man doch eigentlich die Volltexte, die da sind in der Bibliothek, auch so aufbereiten, dass andere auch was davon haben, dass ich dieses Wissen der Bibliothek zur Verfügung stelle sozusagen und andere davon profitieren können und auch wiederum was beitragen können. Und ich meine, die Bibliotheken, die haben selber schon ein riesiges Wissen darüber, wie man Indizes erstellt, wie man verschlagwortet und so weiter und so fort. Und dieses Wissen wiederum quasi auf so eine Art anzubieten, dass ich viel schneller daran andocken kann, indem ich eben direkt auf den Index zugreifen kann, indem ich direkt in den Katalog in strukturierter Form zugreifen kann. Das fände ich toll, ja, dass es so ein gegenseitiges Lernen ist. Das Zweite, was ich dazu noch sagen möchte, ist, gerade wenn wir eben auch so die Rolle, also es ist ja irgendwie klar, dass die Bibliotheken sagen beispielsweise, was völlig sinnvoll ist, dass sie eben Langzeitarchive haben, weil sie die Institution sind, die irgendwie lange da sind und beständig sind, hoffentlich. Und ich finde, dass in der Universität, oder wenn wir jetzt die die Gesellschaft angucken, dann sind Universitäten ganz wichtige Orte, wo nicht kommerziell ausgerichtete Forschung möglich ist. Und die Bibliotheken innerhalb der Universität sind, glaube ich, die Orte, die am beständigsten sind, weil die ganzen Forschungsprojekte, die kommen und gehen, die Leute kommen und gehen und wechseln und so weiter. Und deswegen sehe ich einfach da eine enorm wichtige Rolle, die die Bibliothek einnehmen könnte. Ob die Bibliotheken das wollen oder nicht, na, das ist klar, das müssen die Bibliotheken selber entscheiden. Ich denke schon, dass sie es wollen, aber es fehlt an Geld. Das ist wirklich das Hauptproblem. Ja, sonst genau. Würden wir alles mitmachen. Ja, genau. Also, ich meine, das ist ja eigentlich ein Plädoyer dafür, zu sagen, also die Rolle der Bibliothek im digitalen Zeitalter, die ist größer als je zuvor und muss auch entsprechend honoriert werden. Ja? Und ich meine, ich kämpfe auch gegen Stimmen natürlich, die sagen, ja, Wofür brauchen wir heute überhaupt noch eine Bibliothek? Ja, wenn in den Digital Humanities, wenn sowieso alles, ich kann sie einfach irgendwie so beschaffen. Und da will ich sagen, nein, das zeigt ja gerade, es gibt Felder, glaube ich, wo es auf der Hand liegt, dass die Bibliotheken sich darum kümmern. Und klar, dafür brauchen sie Geld. Ich darf ein Beispiel nennen. Schweizer Nationalfonds finanziert nur noch digitale Editionen. Kein Papier. Ja. Aber die Digitalisierung, dafür zahlen sie kein einziges. Ja. Die Bibliotheken sind unter Zugzwang und können das gar nicht leisten. Ja. Also das ist unverständlich. Also wir haben in der Linguistik ganz ein ähnliches Problem, dass allen klar ist, dass Forschung immer korpusbasiert sein muss. Ja, dass wir mit empirisch ausgerichteten Daten arbeiten müssen. Aber es ist unheimlich schwer, in einem Forschungsantrag Geld dafür zu kriegen, das Korpus aufzubauen. Ja? Das Korpus muss einfach immer schon da sein. Und das ist halt auch nicht ganz so einfach. Ja. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen oder Bemerkungen? Ihre schönen interaktiven Diagramme und Grafiken, die Sie gezeigt haben, sind die auch irgendwie öffentlich zugänglich, also über das Internet? Ja, das sind sie. Also genau, das kann man alles, ist online verlinkt. Also auf meiner Webseite bubenhofer.com gibt es auch einen Blog, wo ich die einzelnen Sachen vorstelle. Und da ist das verlinkt und das kann man online ausprobieren. Ja. Und auch der Code wird veröffentlicht, ist teilweise schon veröffentlicht oder wird veröffentlicht. Ja. Dann noch eine zweite Frage zu der Analyse von Frau Merkel. Mhm. Erstens weiß sie das, dass da geforscht wird. Ich nehme an, sie hat Vermutungen. Aber wenn sie es weiß, haben Sie irgendein Feedback bekommen von Ihren Reden und Schreiben, die sie selbst und fremd gemacht hat? Nein, ob sie davon weiß, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir kein Feedback gekriegt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir haben Analysen gemacht zu Wahlen in Deutschland. Wir haben auch damals in den USA zu den US-Wahlen Obama gegen McCain Analysen gemacht. Und die Presse
hat das sehr dankbar aufgenommen und fand es lustig, dass da mal Linguisten was sagen zu Wahlkämpfen, statt normalerweise irgendwie Politologen und Soziologen und so. Und da war das Echo relativ groß. Gut, ich glaube, wir sehen jetzt auch im Falle Trump, dass natürlich die professionelle Datenanalyse zum Business des Wahlkampfes gehört und dass das natürlich gemacht wird. Und mir geht es auch ein bisschen darum, zu antizipieren, was technisch wahrscheinlich gemacht wird, um es eben selber nachvollziehen zu können und dann auch auf die Probleme und Gefahren hinweisen zu können. Haben wir noch weitere Fragen? Ja, hallo. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich Sie mit jemandem verwechsle, aber kann das sein, dass Sie zusammen mit einem Institutskollegen vor einigen Jahren ein MOOC zu Corpora-Linguistik erstellt haben? Genau, also Digital Humanities zusammen mit Simon Clematide und Martin Volk. Genau, das habe ich mir nämlich nicht nur angeguckt, sondern auch mitgemacht, fand ich klasse. Ja. Ich hatte damals nicht so viel Zeit, muss dann leider ein bisschen schmalspurig machen, aber gerade in unserem Bibliotheksbereich fände ich, wenn das nochmal neu aufgelegt würde, finde ich eine tolle Sache zur Weiterbildung. Und eben die Frage ist, planen Sie da momentan wieder was, beziehungsweise wird das alte MOOC nochmal neu aufgelegt oder wie ist da der Stand? Das ist jetzt so, dass genau dieser MOOC einfach immer wieder läuft. Okay. Und man kann quasi auf der Plattform von Coursera kann man sich immer wieder einschreiben und den Kurs machen. Der läuft einfach jederzeit. Ah ja. Es sind einfach so, dass natürlich die Inhalte so langsam ein bisschen veralten und man eigentlich das mal wieder aktualisieren müsste. Das mag durchaus sein, aber ich denke mal gerade so als ersten Eindruck, weil was Sie uns gezeigt haben, fand ich sehr beeindruckend, ist aber wahrscheinlich für viele von uns, also ich spreche es mal für mich selber, doch eher etwas erschlagen. Wir sind natürlich keine Linguisten und eben dieses MOOC fand ich, das hat eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck geschaffen. Also ein bisschen mehr halt nur als so ganz oberflächlich, aber eben auch mit eigenen Anteilen, man konnte ja selber Übungen machen. Und deshalb finde ich das prima, also das war mir gar nicht bekannt, dass das noch aktuell läuft. Ja. Und könnte man vielleicht auch durchaus hier im Haus mal ein bisschen Werbung machen, weil das ist bestimmt vielen gar nicht bekannt. Und wenn ich mich recht erinnere, war das auch auf Deutsch oder war es auf Englisch? Genau, ist auf Deutsch. Nee, ist auf also Deutsch. Ist die Hemmschwelle vielleicht auch noch ein bisschen niedriger. Ja. Also vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass da Interessierte das sich nochmal angucken. Also freut mich natürlich sehr zu hören und gerne. Sie können auf Coursera ist dieser Kurs zu finden. Sie finden ihn auch auf meiner Webseite verlinkt. Da gibt es so einen Einblick, eben, wo das Ziel nicht ist, dass man am Ende irgendwie selber programmieren können muss. Aber man versteht halt besser, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist das, was notwendig ist. Vielen Dank. Gibt es noch eine wichtige Frage zum Abschluss oder sind alle Fragen soweit geklärt? Also wir werden dann später noch ein bisschen Gelegenheit haben, uns mit Herrn Bubenhofer zu unterhalten. Aber dann würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die rege Diskussion und speziell nochmal bei Ihnen für Ihren Vortrag. Vielen Dank auch für die Diskussion. Danke. Und würde das Wort nochmal Christian übergeben. Besten Dank und auf Wiedersehen.